Ja, hallihallo. Ja, ich habe den Jörg gleich an der Strippe. Grüßt euch erstmal. Wir besprechen am heutigen Dienstag die gestrigen Partien natürlich und alles weitere. Und er ist auch schon dran. Ich grüße dich, Jörg. Ich grüße dich und grüße auch die Zuschauer. Jo, winke, winke, allesamt. Und ja, wir haben Dienstag, stehen kurz vor den nächsten Partien, machen aber jetzt erstmal die Rückblicke und beginnen frisch mit dem gestrigen Tag. Hatten ja zur Nachmittagszeit Uruguay-Russland, ein Spiel, was relativ schnell vorbei war. Saudis gegen Ägypten parallel werden nicht viele Zuschauer gehabt haben, also Fernsehzuschauer. Die meisten werden Uruguay-Russland gesehen haben und ja, da hat man nach gut 20 Minuten eigentlich auch gesagt, der Drops ist gelutscht. Wie Ja, hast du es ich hatte gesehen? auch gedacht, ich gucke mir das erstmal an, weil die sind ja beide bisher relativ defensiv stark gewesen, ob da jetzt am Anfang viele Tore fallen. Aber ich meine, der erste Freistoß war ja auch gerade gleich ein guter Freistoß, aber die Russen haben da ja auch meines Erachtens in der Mauer da komische Effekte gemacht, also die waren nicht zu ihrem Vorteil. Und die Ecke, ja, da muss halt auch kein Tor fallen, also jedenfalls nicht, wenn der Ball schon da geklärt ist. Die rote Karte, das war irgendwie Der so. ausnahmsweise unhaltbar wegen abgefälscht. Ja, aber es Akinfeev war auch sah nicht ja beim so, dass es ersten ein auch guter nicht gut Schuss aus. war, wo du denkst, ja gut, der ist halt, der kann auch mal reingehen. Das war eher so ein Ball, wo du denkst, der kann eigentlich nicht reingehen. Die Russen haben ganz schnell den Stecker gezogen bekommen da von den Uruguayern. Und danach hast du auch gesehen, wie limitiert die Russen eigentlich sind, wenn sie mal nicht sozusagen da das Momentum haben. Es wird, glaube ich, auch schwer für die nach dem Finale. Also vor allen Dingen jetzt gerade, wie es noch gelaufen Ja, ist. da gehen wir gleich noch drauf Genau, ein. also mit dem sozusagen, wie es dann gestern gekommen ist abends. Ja, und das andere Spiel ist einfach komplett für den Arsch gewesen. Also da hast du mehr als ein Gambling-Problem, wenn du das Spiel guckst. Ja, aber gut. Okay, gut. Ja, also die Russen back to reality. Uruguay war ich auch ein Safe. bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also hätte nicht gedacht, dass die so viel geben auf den Gruppensieg. Ich habe es auch hier und da mal erwähnt. Ja, die haben sich ganz gut vorbereitet und haben dann auch gestern Abend erfahren, wer ihr Gegner ist im Achtelfinale. Und was sagst du denn zu den beiden Partien von Spanien und Portugal? Ja, also erstmal kurz zum Achtelfinale, das Spiel kann gleich beim Elfmeterschießen starten. Ja, also die sind beide, die spielen relativ defensiv, riskieren relativ wenig, spielen hart, können gut verteidigen. Also da braucht man jetzt nicht ein Festival der Tore erwarten, in meinen Augen. Ja, klar haben die gute Stürmer, da denkt man erstmal, wow, da geht was, aber die können eben auch beide richtig gut verteidigen, finde ich. Und von daher, also das wird, glaube ich, hart zu gucken. Jetzt zu den Spielen gestern Abend. Das Portugal-Spiel, ich fand, die Portugiesen haben es eigentlich gut gemacht, haben Druck gemacht. Das lief eigentlich ganz gut bis zu dem verfickten, verschossenen Elfmeter von Ronaldo, den ich hatte. Aber das war, ich habe bei dem Turnier, sagen wir mal, nicht unbedingt viel Glück mit diesen Video-Assistant-Referee-Entscheidungen. Die laufen Ja, immer du nicht so, wie ich sie erwähntest das schon brauche. mal. Genau, und die hatte ich jetzt und da habe ich, also in meiner, wenn man dann, sagen wir mal, ein, zwei Tage hat, wo man sich nicht so schlau anstellt, habe ich jedenfalls gleich so das Gefühl, der wird jetzt schon Weg finden zu verschießen, obwohl der nie verschießt eigentlich, ja, und ja, war es natürlich auch so. Danach fand ich, war es ein bisschen wilderes Spiel, den Elfmeter hinten raus fand ich überhaupt keinen Elfmeter, also, weil ich glaube, also ich nicht in der Zeitlupe gesehen habe, dass der Ball an der Hand war. Und ich fand auch so, wie die Iraner sich im Grunde nicht beschwert haben, war das jetzt, aber gut, so ist halt manchmal. Das Spiel war finanziell ein bisschen doof. Ich hatte vor dem Spiel sozusagen darauf gewettet, dass der Iran auf jeden Fall nicht gewinnt. Das ist ja relativ risikolos. Hab die Wette dann nach dem 1-1 aber zugemacht, weil ich gedacht habe, am Ende kommt hier noch die riesen Freakshow an und die hatten ja auch noch die große Chance. Also, ob die jetzt so Also groß hast du war, aber seltsames Spiel. diesbezüglich alles richtig gemacht. Bist Ja, zufrieden geht so. mit Ja, dir und eben deinen? nicht. Also, da hätte mehr Geld rauskommen. Da ist jetzt ein Popelbetrag rausgekommen. Da kannst du auch drei Kaffee von kaufen. Also, wenn der den Elfmeter reinmacht, ist da kein Popelbetrag drin. Aber hat er nicht. Das Spanien-Spiel, Hätte das ich hat für. mich nicht so überrascht. Weil ich Nochmal habe. kurz, du hast nur das Portugal-Spiel pur geguckt, ne? Dann, wenn du Ja, wettest. habe ich, genau. Das andere, ich hatte auch, für das andere gab es auch keine richtig guten, schnellen Bilder. Unabhängig aber davon.
Bei dem anderen Spiel, das hat mich nicht so überrascht, weil mir war schon klar, dass die Spanier Tore schießen können. Das ist auch gegen Porto, gegen Marokko gar nicht so schwer, weil die gar nicht so, die haben eher so eine Vorwärtsverteidigung. Und wenn du die erstmal hinten reinbekommst, dann kriegen die auch Tore. Aber gleichzeitig, ich finde, was mich bei den Spaniern auch im zweiten Spiel gegen die Iraner total gestört hat, ist, die wollen ja immer den Ball halten, Tiki-Taka. Aber die können gar nicht den Ball gut halten. Also da läuft der Ball nicht richtig gut, die bewegen sich auch zu wenig, sind auch zum Teil zu alte Spieler im Mittelfeld. Und dann, wenn die den Ball dann verlieren, dann sind sie hinten relativ offen. Das heißt, wenn du schnell kontern kannst, dann geht da auch was gegen die Spanier. Das war so meine Sorge. Deshalb habe ich gedacht, also ich kaufe auf keinen Fall die Spanier einfach, dass die gewinnen, weil mir dafür die Marokkaner zu konterstark sind. Und also ohne jetzt zu wissen, dass es so ausgedacht ist, das mache ich nicht. Ich habe dann bei dem Spiel einfach gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Spanier ein Tor finden, die Marokkaner ein bisschen frustriert sind und die Spanier vielleicht noch ein zweites Tor finden. Ich bin mir aber auch auf der anderen Seite sicher, dass die Spanier auch 1-0 hinten landen können, also durch einen Konter, weil ich ja glaube, dass sie hinten anfällig sind, wenn sie Druck machen. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, wenn ich das glaube, dass die, also dann glaube ich aber auch, dass die Spanier einen Ausgleich finden. Also glaube ich eigentlich immer, dass zwei Tore fallen. Also habe ich vor dem Spiel gewettet, also es ist over 1,5 gewettet, weil ich das Gefühl hatte, egal was passiert, zwei fallen immer. Die sind vier gefallen, von daher war ich aber nicht ganz unzufrieden, weil die Wette war nach 19 Minuten durch. Ja, so. War gut. Jo. Ja, so ist es entspannt, so will man das ja, aber wie gesagt, beziehungsweise, nee, Quatsch, ein bisschen aber das ist natürlich, auch ganz schön. Also bringt nicht so viel, aber die, und auf die Spiele mal von Sonntag zurückzukommen, da war, also das England-Spiel war ja überzeugend, aber da habe ich auch zu wenig gemacht eigentlich, weil die Engländer wirklich stark waren. Die anderen beiden Spiele habe ich nicht schön gelöst, das ist doch so eine Gruppe, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen besseres Gefühl habe, nachdem ich die beide Mannschaften zweimal gesehen habe. Aber ja, da muss ich mich erst reinfinden. Die fand ich relativ schwierig. Ja gut, England habe ich ebenfalls sehr stark gesehen. Harry Kane weiß auch besser oder definitiv Elfmeter zu schießen. Ja, das waren ein paar gute Stafetten dabei. Die haben flott nach vorne gespielt, auch weitergemacht, was ich gut fand. Genau. Der Halbzeitstand sagt ja alles. Also es war ganz entspannt. Hatten wir ja auch hier mit dem Tippkönig. Schönen Gruß. Ja. Die Handicap-Wette drin. Du kannst diesmal nicht über uns schimpfen. Die haben wir eigentlich viel zu niedrig. Nee, das verstehe ich. Das war auch eine gute Wette. Weil die am Laufen so typisch, waren, ne? Die anderen sind Clowns, zack, zack, zack. Die können auch nicht verteidigen, anders als die Iraner oder die Marokkaner. Kennen dieses Niveau halt nicht, woher auch, sind neu. Also deswegen, ja, aber das ist dann halt auch immer so, als Sportwetter ist man ja auch total bescheuert. Also, statt sich dann irgendwie über dieses einfache Handicap zu freuen, neigt man ja oft dazu, so bescheuert zu denken, so, wieso habe ich nicht höher, ich Idiot und bla. Statt sich einfach zu freuen, also denke ich mir manchmal. Ja, gut, ist auch, also, kennt ist jeder auch, irgendwie. So. Aber man muss sich einfach freuen. Also ich habe auch zu wenig Geld für England in die Hand genommen, einfach so zu, also England gewinnt. Aber gut, wenn man sich nicht mehr traut, dann lag es an einem selber und ist vielleicht auch nicht verkehrt. Also es ist, das ist okay. Ja. Also über Wetten, die man gewinnt, sollte man sich nicht so ärgern. Dass du heute nicht mit uns schimpfen kannst, dass wir schon wieder Handicap gemacht haben. Also alles gut. Ja, gehen wir noch mal kurz. Japan-Senegal fand ich ein sehr interessantes Spiel. Ja, fand Japan auch extrem stark. Also wir haben das gut gelöst gegen die robusten gegen Senegal. Fand ich so ein bisschen Krieg der Welten, aber ja, Japan hatte einen guten Plan, dachte ich so zwischendurch. Ja, ich finde vor allen Dingen bei Japan... Gutes Spiel. Ja, und vor allen Dingen Japan finde ich schon erstaunlich, dass die jetzt, dass die zweimal zurückgekommen sind, dass die sozusagen, obwohl die Senegalesen dann hinten dran standen, die Tore gefunden haben. Ist ja beim Kolumbien-Spiel auch so gewesen, dass sie dann ein Tor gefunden haben, was man gedacht hat, ja, das fällt eher nicht aus dem Spiel. Und das zweite gut war gegen 10 Mann, aber war eine Ecke, wo man ja vor der WM auch gesagt hätte, ja, die Ecke, die kleinen Japaner, da geht ja überhaupt nichts. Die Japaner, finde ich, sind relativ gut. Ich finde die auch ganz gefährlich. Ich glaube auch, dass die weiterkommen, weil die schon irgendwie gegen die Polen und Unentschieden schaffen werden, meines Erachtens. Ja, glaube ich auch. Also vor allen Dingen, ja, Respekt, weil ich glaube, da gab es auch gar nicht so weit vor der WM auch noch, also relativ dicht auf der WM gab es da ja auch noch einen Trainerwechsel und da war man irgendwie unsicher. Ja, aber der hat sich ausgezahlt. Der war noch relativ neu, aber das funktioniert ja super. Also klar, der hat auch gestandene, erfahrene Spieler mit Shinji und mit Hasebe und ein paar anderen.
Das macht sich bemerkbar, dass die auch schon Turniererfahrungen haben. Die spielen aber auch wirklich gut zusammen. Sehr gutes Team. Ja. Und bleiben ruhig. Ja, auch wenn sie hinten liegen. Keine Hektik. Ja, alles gut. Super. Ja, im Gegensatz zu den nervenstarken Japanern, die Polen, naja, das war ja mal gar nichts, ne? Ja, also die ersten 5 Minuten waren okay, aber in dem Augenblick, wo die Kolumbianer den Lewandowski weggenommen haben, weil sie wirklich ja, wie das die Spanier auch immer machen, ihn ganz, ganz eng nehmen und er dann nicht so gut damit klarkommt, die anderen Polen waren nicht in der Lage, das da entscheidend positiv zu beeinflussen. Und ich fand aber auch, die Kolumbianer waren wirklich gut. Also die waren, das sah viel mehr schon so aus wie bei der WM 2014. Die waren sehr aggressiv, sehr dynamisch, sehr viel gelaufen. Die waren schon gut. Und viel schneller im Kopf, ne? Ja, sowohl im Kopf als auch auf den Ball. Die haben wenig nachgedacht, einfach gemacht, gerannt, einfach super schnell reagiert und auch eiskalt verwandelt. Und da hast du gemerkt, da ist der Kopf ein bisschen freier. Also die Polen, merkst du ja jetzt auch im Nachhinein, wenn du irgendwie so jetzt über Lever hörst und so, was der so erzählt, das klingt ja eigentlich nur nach Verbittertheit und ist ja eigentlich, wird vielleicht die nächsten Tage noch peinlich und mal gucken, wie der letzte Auftritt wird. Aber gut, da haben wir noch einen Tag hin. Ja, aber überraschend, die Polen werden nicht Weltmeister. Ne? Ist überraschend. Panama macht's, ne? Ja gut, alles klar. Dann, dann haben wir heute... Nee, nochmal kurz zurück zum Kolumbien-Spiel. Also ich glaube, die Kolumbianer, die sind jetzt angekommen im Turnier. Ich glaube auch, dass sie den Senegal hinten rausschlagen. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Aber wenn die das nochmal bringen, was sie gegen die Polen gebracht haben, dann finden die ja einen Sieg. Glaube ich schon. Ja. Die waren gut. Ja. Könnte gut klappen. Also du meinst eher so, Kolumbien, Japan setzen sich durch. Ja, ich glaube, die Japaner verpassen das nicht. Also vor allen Dingen nicht gegen die Polen. Also irgendwie finden die Punkt. Nee, glaube ich auch nicht. Also sag mal, es kann ja immer viel passieren. Ist ja gestern auch viel passiert bei den Iranern und so, wo man gedacht hat, das ist egal. Egal wird es auch den Polen nicht sein, aber ich glaube, die Japaner finden den Punkt. Also muss nicht unbedingt sein, aber ich glaube eher, das schaffen die, und die Kolumbianer schaffen das auf jeden Fall. Die werden das Spiel gewinnen und dann ist egal, was passiert. Ja, das glaube ich auch. Ja, die werden auch richtig angasen. Da kommt was. Ja. Gut, haben wir heute die Frankreich-Gruppe und die Situation, dass Dänemark-Frankreich ja eigentlich nur, können ja sagen, ach, dann nehmen wir das Remis, Frankreich hier bleibt Erster, Dänemark ist Zweiter. Deswegen ist ja auch die Quote aufs Remis deutlich unter 3, wenn es jetzt noch so ist. Ja, wird wahrscheinlich so sein, weil die Konstellation gibt es einfach und der Markt bestimmt es dann so. Und dann haben wir die andere Partie, Australien gegen Peru, wo ja die Australier, wenn die Franzosen ja vielleicht dann doch irgendwie nicht mitspielen mit den Dänen, bei Sieg Frankreich auch die Australier noch weiterkommen können, wenn sie gegen Peru siegen. Was sagst du dazu? Also erstmal, ich verstehe schon, warum die Quote da unten ist fürs Unentschieden. Denn es ist ja schon so, dass die nicht am Anfang gleich auf Unentschieden spielen werden. Also nicht wie in Gijón 82, wo nach der 11. Minute alles klar war und dann auch beigeschieben war. Das ist ja auch der Grund, warum die jetzt immer parallel spielen müssen, weil die Österreicher und die Deutschen das so gut geschickt ausgedingst hatten. Ich glaube aber, wenn es in der 75. oder 70. Minute dann Unentschieden steht, warum es auch immer Unentschieden steht, dann werden die einfach, dann tut sich da keiner mehr weh, warum auch. Ja, die Dänen würden vollkommen zufrieden sein, die Gruppen Zweiter, Franzosen sind Gruppen Erster. Da passiert, glaube ich, einfach nicht mehr viel dann in dem Augenblick, und das muss man schon mit einberechnen. Ich glaube, dass es Peru gegen Australien ist, so ein Kampfspiel, da kann alles passieren. Also da habe ich kein gutes Gefühl dafür, aber auch deshalb nicht, weil letzten Endes ist es vollkommen egal, die haben eh nichts mehr mit dem Ausgang der WM zu tun. Also ich glaube nicht, dass die Australier noch weiterkommen. Von daher, das ist so ein bisschen... Wir alles für geben, weil wir ein Bombenerfolg natürlich. Ja, aber das ist so ein bisschen die intensive Variante von Ägypten gegen Saudi-Arabien. Das ist für den Arsch. Ja. Abends ist spannend. Na gut. Also natürlich. Heute Abend ist... Die Primetime ist spannend. Ja. Da haben wir ja auch letztes Mal schon irgendwie ansatzweise drüber gesprochen, wie wir da die Argentinier sehen. Du sagst ja, Leo Messi könnte das à la Ecuador lösen. Immer noch der Meinung, was machen die Kroaten, beziehungsweise eher die Isländer? Nee, aber eigentlich, was machen die Kroaten? Die Isländer machen aber dasselbe. Wenn die Kroaten jetzt aber glauben, es ist schon alles durch, dann kriegen die vielleicht noch ein Problem.
Ja, also, ja. Weil die Kroaten, die schaffen es selten, so ganz intensiv mehrere Spiele hintereinander zu spielen. Da sind die nicht so gerade die Experten drin. Das soll jetzt nicht heißen, dass die qualitativ schlecht sind, aber dann gucken die vielleicht schon, wer jetzt im Viertelfinale kommt oder was auch immer, verstehst du, also, da ist sofort. Das kann auch schwierig werden, aber letzten Endes, ich meine, die Argentinier, ich glaube, dass die, es ist ein bisschen so ähnlich wie mit den Deutschen. Jetzt haben sie noch so eine Lifeline bekommen, unerwartet im Grunde, da wirst du noch mal alles rein tun. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die, also, ob ich jetzt was viel Geld drauf wetten würde, ich würde es mir erstmal angucken, aber da halte ich mich auch zurück. Ich glaube, die Argentinier machen vorstellen, dass Tore fallen. Ja, ja. Also zumal ich auch einfach glaube, dass die sich jetzt mit dem Trainer, dass die den Trainer so weit beiseite geschoben haben im Team, dass die jetzt im Team machen, was sie wollen, aber im Positiven und dass die jetzt nicht wieder mit so einer Aufstellung kommen, die keine Sau brauchen kann. Und die werden schon eine normale Aufstellung finden und naja, es wird vielleicht nicht so einfach daran, dass ich keine hohe Meinung von den afrikanischen Mannschaften habe. Das sind genauso Situationen, wo die immer nicht wissen, was zu tun ist. Also, glaube ich einfach nicht. Okay, warten wir das ab, verfolgen es mit Spannung. Und du hast ja eben schon auch die Deutschen erwähnt. Und da lass uns ruhig mal ein bisschen intensiver drüber quatschen. Wie werden die das denn morgen gegen Südkorea angehen? Um 16 Uhr die Spiele. Das andere ist natürlich Mexiko-Schweden. Ja, wir hatten es ja auch schon gesagt, ist eine gewisse Härte wahrscheinlich drin. Also die gehen ja, die testen ja immer am Anfang, die Südkoreaner halt die Schiris. Und gucken, ob das Nervenkostüm der Deutschen, ob die Ruhe bewahren, sich nicht einlassen auf Diskussionen. Auch wenn ich glaube, das ist kein Problem. Also das werden die schon schaffen. Aber ich glaube einfach, dass die Schweden haben eigentlich sehr tief gestanden. Und die Koreaner, die können schon ein bisschen besser, die wollen auch ein bisschen mehr kontern als die Schweden. Die stehen vielleicht hinten nicht so gut, aber die kontern vorne besser. Also, und ich finde die Probleme, die die Deutschen im ersten Spiel hatten, die waren im zweiten Spiel ja auch noch da, durch dieses blöde Tor. Aber sie waren vor allen Dingen nicht so stark da, nicht weil die Deutschen so viel anders gemacht haben, sondern weil die Schweden so viel tiefer standen. Und also ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel. Ich finde die Quoten auf die Deutschen, also ich finde die sehr, sehr niedrig. Ich fand die Deutschen auch in der zweiten Halbzeit nicht gut. Also ich habe auch am Ende nicht geglaubt, dass das Tor kommt. Also ich fand das, also ja, okay, das ist, ich glaube auch nicht, dass es da so eine Befreiung gibt. Also jetzt, also die, ich, ja, das vielleicht ich. Kommen das die weiter, auch alles dann okay. Morgen erst. Aber ja. Also ich bin... Da muss noch eine ordentliche Schippe drauf, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel Schippen. Interessant ist, wir haben da nicht so viel Schippen, die wir da drauf tun können. Ja gut, nochmal kurz Defensive, was ich ganz spannend finde. Die Schweden haben ja zum Beispiel jetzt nicht so aggro gegrätscht wie die Südkoreaner und das wird halt schon so ein anderer Stiefel und da bin ich doch mal gespannt, ob da es nicht so ein bisschen ruppig wird. Also deswegen wird es, glaube ich, von der Zweikampfhärte ein bisschen emotionaler abgehen. Also das könnte ganz interessant sein, das wollte ich da eben mit gesagt haben. Klar, ist das total anders wie das, was die Schweden gemacht haben, weil die stehen ja einfach nur gut im Raum mit einer körperlichen Masse. Ja, aber selbst wenn wir so viele Zweikämpfe bekommen, oder so viele Freistöße dann daraus bekommen, bei Standards sind wir nicht besonders gut. Also... Nee. Also jetzt die Südkoreaner auch nicht. Außer in der... Also wir sind jetzt kein Team, was besonders gute Standards spielt. 2014 haben wir das besser gemacht, aber jetzt auch 2016 und jetzt auch 2018 bisher, also die Ecken, die wir gespielt haben, die waren alle eins, brutal ungefährlich. Also ich bin auch mal gespannt, was für eine Aufstellung er wählt, ob er gleich mit Mario Gomez spielt oder nicht, was ich eigentlich schlimm finde, wenn er das machen würde, aber... Ja, würdest du den Brand mal von Anfang an bringen? Nee. Oder einer... Der Brandt ist doch ein super Einwechselspieler. Den kann man vielleicht mal vor der 85. Minute bringen. Ne? Auch nicht schlecht, aber... Da gebe ich dir auch komplett recht. Ja, also irgendwann 70. oder 75. oder wenn ich es brauche. Den würde ich aber nicht von Anfang an bringen. Ich bin auch mal gespannt, was er auf der Mittelfeldposition macht. Der Rudi kann ja wohl nicht spielen. Ja, also, und wen würdest du stattdessen spielen lassen? Ja, er hat ja... Also ich glaube, er lässt den Gündogan spielen. Ich glaube nicht, dass er das gut ist, aber ich glaube nicht, dass er den Goretzka bringt.
Dafür hat er ihn bisher noch gar nicht gebracht, obwohl er, also ich persönlich hätte mich gefreut, wenn er den Goretzka gegen Schweden gebracht hätte. Die Tatsache, dass er ihn da nicht gebracht hat, lässt darauf schließen, dass er ihn auch jetzt nicht bringen wird. Obwohl ich den Gündogan total schlecht fand. Also, weil er... Ich fand ihn auch sehr, sehr unsicher. Ja, vor allen Dingen, der hat immer nur den Ball zurück oder zur Seite gespielt. Der hatte wirklich Angst. Also, der war einfach... Ja, und vor allen Dingen... Du hast gemerkt, der wollte nichts falsch machen. Aber wenn du nichts... Also, dann spielst du aber auch nur so Pässe, mit denen du auch nichts richtig machst. Ja, also... Ja, zwei Situationen noch in Erinnerung, wo Marco Reus winkt, aber Gündogan halt nicht reagiert, sich nicht traut, diesen Ball in die Tiefe dann zu spielen. Oder zu Obwohl laufen. Das ja mal Teamkollegen waren, also die kennen sich ja ein bisschen, ist ja immer... Ja, deswegen wahrscheinlich. Ja, Marco Reus war auf dem Puls und hat das der war auch gut. Gündogan ist halt gerade nicht in diesem Selbstverständnis drin, wie früher. Nee, und aber das hat er jetzt nicht Marco selber eingebracht. Wahrscheinlich auch ein bisschen irritiert. Ja, das hat er sich auch... Ja gut, macht es denn Mexiko oder Schweden? Also wir, ja, ich finde die Schweden. Ja, also erstmal nochmal kurz abschließend. Deutschland wird es wohl wahrscheinlich knapp hinbekommen. Mal gucken, ob wir danach positiver über das Team sprechen. Vor allen Dingen du bist ja kritischer. Ich finde das ja jetzt gar nicht so dramatisch. Also ich bin da so 50-50, bin gespannt und werde es mir in Ruhe anschauen, ob das jetzt wirklich ein Kick ist für intakteres Teamplaying. Müssen wir mal abwarten. Ich glaube, die werden sich schon mit dem Sieg qualifizieren fürs Achtelfinale. Ja, was sagen wir denn zu Mexiko-Schweden? Wer wird sich denn von den beiden qualifizieren? Was meinst? Ja, also ich glaube, die Mexikaner sind ein richtig gutes Team. Also jetzt nicht auf WM-Niveau, aber die sind, also auf Weltmeisterniveau, aber die sind eingespielt, die funktionieren gut. Die Schweden werden da enorme Probleme mit haben. Ich glaube nicht, dass die Schweden gewinnen. Also ich glaube, die Mexikaner gewinnen. Also, oder die werden das Spiel erstmal ausgeglichen halten und dann werden die Schweden aufmachen, werden die Mexikaner ihnen dann reinschießen. Die Mexikaner sind richtig gut, in meinen Augen. Die Deutschen sind nicht richtig schlecht, die haben nur gegen die Mexikaner schlecht ausgesehen, aber die können auch andere Teams auch schlecht aussehen lassen. Und die Schweden sind, also wenn die ein Tor finden müssen, das wird schwierig für die, so tief wie die stehen. Ja. Die haben ja auch im Testspiel nochmal kurz vor der WM gegen Peru gespielt zu Hause. Als Vorbereitung auf die Mexikaner, weil die was Ähnliches machen. Relativ früh angreifen, hochpressen und so. Und das war ein Spiel, da konntest du die Torchancen auf beiden Seiten an einer Hand abzählen. Da hast du nicht mal eine Hand gebraucht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass die Schweden da gar nicht weit nach vorne kommen werden. Und wenn sie nach vorne kommen, deren Abwehrspieler sind auch langsam. Und also sozusagen, wenn sie mit mehr Leuten kommen, dann werden die genauso ausgekontert. Ja. Also mich haben die Schweden null beeindruckt. Das Tor auch gegen die Deutschen, das war doch ein reines Zufallsprodukt. In dem Sinne, der Stürmer sah aus, als sei er der Gott, wie er das da gemacht hat. Der Teuvonen hat, glaube ich, in der gesamten abgelaufenen Saison kein einziges Tor geschossen. So ein guter Stürmer ist er. Stimmt. Ja, also, irgendwo in Frankreich, glaube ich. Ich glaube, in Toulouse spielt er. Ja, genau. Hier wird er auch noch wirklich so also, Mikroverein. Also ich glaube, die Schweden sind... die Mexikaner werden da weitermachen. Wenn die Gruppen Erster werden, haben sie ja auch... den vermeintlich schlechteren aus der anderen Gruppe, die scheitern ja normalerweise immer im Achtelfinale, sind ja immer die Kandidaten für sich qualifizieren und dann im Achtelfinale nicht weiterkommen. Aber diesmal haben sie eine gute Chance, überhaupt mal ins Viertelfinale zu kommen, was sie erst einmal geschafft haben, 86, bei der Heim-WM, wo sie ja gegen Deutschland ausgeschieden sind. Also die Mexikaner sind gut. Die Schweden werden auch nicht viele Standardsituationen bekommen, weil die müssen ja erstmal, die müssen wir erstmal den Ball nach vorne bringen. Also und dann auch noch da gefoult werden. Also die Schweden habe ich gar nicht beeindruckt. Mich hat auch, muss ich jetzt mal ehrlich gesagt sagen, dieses Rumgemaule dann am Ende von den Schweden nicht beeindruckt. Oh, die Deutschen waren keine guten Gewinner. Also wer als Verlierer sich darüber beschwert, dass der Gewinner sich nicht so gefreut hat, dass man selber damit leben konnte, ja, also der soll einfach mal zusehen, dass er gewinnt. Ja? Und ich habe auch noch keinen Schweden gehört, der sich dabei entschuldigt hat, beim Rudi entschuldigt hat, dem das Nagenbein gebrochen haben. Klar war es keine Absicht vom Teuvonen, aber also man hätte da auch eleganter um den Rudi rumlaufen können, wenn man nicht irgendwie so ein Spast ist. Also von die Schweden aber gut, gehen nach Hause. Ist ja dann auch gut wenn die Deutschen da keine Vorwürfe sagen. Hat so, ihr habt uns man kann sich auch dafür entschuldigen, das war ein Unfall, was nach dem Spiel passiert ist. Also. Aber dieses Rumgemaule, das hört sich auch schon wieder an wie, du hast meine Gefühle nicht, ich war doch gerade so traurig. Schwachsinn da.
Wir waren doch eben noch so gut drauf. Ja, also, Menschenskinder. Was ich aber auch nicht verstanden habe, da wollte ich dich kurz fragen. Die Deutschen haben sich so beschwert, dass die Schweden so stark auf Zeit gespielt hätten in dem Spiel. Das habe ich auch nicht gesehen. Hast du das so wahrgenommen? Also, ich habe einige Spiele bei der WM und generell schon gesehen, wo ich dann gedacht habe, wow, das ist aber ein übles Zeitspiel. Die Schweden fand ich, haben aber nicht auf Zeit gespielt, in meinen Augen. Oder? Nee, überhaupt nicht. Also dachte ich auch, ich glaube, irgendein Spieler hat es nach dem Spiel auch direkt irgendwie gesagt. Oder Bierhoff fing damit an. Ja. Also da habe ich auch gesagt, so, hä, was hat der gesehen? Genau, also ich war bei dem Spiel nicht anwesend. War ich da immer pissen oder? Ja. Keine Ahnung. Also. Ja. Nee, aber die Schweden sind nicht gut genug. Die Schweden, wenn du dir auch die mal anguckst, wie viele Spiele die bei den letzten Welt- und Europameisterschaften gewonnen haben, auch gerade wenn sie müssen, ist eine sehr überschaubare Zahl. Also sehr überschaubar. Ja, ich glaube, der Fußballfan und wir auch wünschen uns auch die Mexikaner weiter, ja, weil das ist eine geilere Option auf die folgenden Achtelfinale. Und da sind wir auch dann in der Gegnergruppe und Schweiz, Brasilien, ja, betrifft ja auch die Deutschen. Du meinst ja, Mexiko wird eher Gruppensieger. Ja. Das heißt, Deutschland würde als Zweiter gegen den Gruppensieger Schweiz-Brasilien-Gruppe spielen. Ja, da könnte es ja schon zur Revanche kommen. Ne? Das ist so wie bei der WM 1990. Wo die Argentinier so schlecht waren, dass sie dann im Achtelfinale sofort gegen die Brasilianer spielen mussten. Ja. Und die Argentinier haben sich nur hinten reingestellt 1990 mit Maradona. Die haben ja fast überhaupt kein Tor geschossen bei der Weltmeisterschaft. Und haben 90 Minuten lang verteidigt. Die Brasilianer haben fünfmal gegen Pfosten geschossen, den Ball nicht reingebracht. Und in der 88. Minute hat Maradona einen ganz langen Ball auf Claudio Caniccia gespielt. Das war so ein blonder argentinischer Stürmer, der hatte so wehende Haare. Und der ist einfach an allen vorbei, ab der Mittellinie, und hat das Ding reingemacht, war die Brasilianer ausgeschieden. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wenn wir gegen die Brasilianer spielen, uns das nicht gelingen wird. Aber die Brasilianer müssen sich auch noch, ich fand die ja vom Turnier so stark und so, aber die haben, finde ich, noch nicht so richtig die Balance gefunden zwischen Angriff und Verteidigung. Also ich fand, die waren gegen Costa Rica lange sehr, die waren nicht bereit, offensiv einzuwechseln. Die waren immer noch sehr auf Defensive bedacht. Nur am Ende, als das Tor eben nicht kam und kam und kam, da haben sie dann aufgemacht, aber im positiven Sinne, weil die, fand ich, hatten nichts von Costa Rica zu befürchten. Das gegen die Serben wird sicherlich ein spannendes Spiel sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Brasilianer Gruppenzweiter werden. Ich glaube, weil ich glaube auch, dass die Schweiz dann nicht so einfach gegen Costa Rica durchmarschiert. Also im Gegenteil, die Schweizer tun sich auch schwer, wenn jemand hinten absitzt und so. Die sind nicht schlecht bei Standards, aber ich glaube, das sind beides, wird es total enge Spiele geben. Ich glaube aber, dass die Schweiz irgendwie und Brasilien da weiterkommen werden. Ja, okay. Ja, können wir mal so festhalten. Okay, dann hätten wir es ja schon weitestgehend. Also sehe ich genauso. Schweiz ist bisher immer im Rückstand gewesen. Ich glaube, gegen Costa Rica muss er halt dann selber das Spiel machen. Mal gucken, wie sich die Schweiz da anstellt. Wenn sie halt wirklich mehr auf die Tore drücken müssen. Kantersieg wird es sicherlich nicht. Oder aufs Handicap oder Gedöns würde ich niemals spielen bei den Schweizern. Ja, und Serbien, Brasilien wird eng. Ich glaube auch knapper Sieg Brasilien und am Ende Gruppensieg. Aber wenn die Brasilianer nur Gruppenzweiter werden, ist natürlich Ironie des Schicksals, dass die Mexikaner dann wieder den starken Gegner haben. Ne? Außer. Ja. Schauen wir. Ja, okay. Ich glaube, wir hätten es soweit. Alles klar. Wir haben ja auch eine Menge bequasselt. Ich sag mal, viel Spaß und Erfolg. Ja, gleichfalls. Erstmal viel Spaß bei allen Spielen. Viel Erfolg. Wir verabschieden uns mit diesem aus diesem Gespräch und ich verabschiede mich auch von dir. Und sag mal, tschüssi allesamt. Alles klar, viel Erfolg, viel Spaß. Ciao. Jo, danke dir. Tschüssi.